Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe nämlich eine Anfrage gekriegt, ob ich das vorstellen würde, und das passt mir super an Kram. Zeige ich euch auch gleich mal rum. Und zwar geht es um so ein Bällespiel. Da hat mich der Amazon-Verkäufer angeschrieben, ob ich das vorstellen wollen würde auf meinem Kanal, und der würde auch, dass ich ein Aufbauvideo mache und ein Testvideo und so, und das würde der denn gerne für seinen Amazon-Kanal nehmen. Klar, warum nicht? Und wir wollen das jetzt einmal auspacken, gucken, was da drin ist und wie die Qualität ist, und dann, weil jetzt regnet es gerade, jetzt ist nicht so schönes Wetter, dann werden wir zu meiner Mutter in den Garten fahren und da werden wir dann das testen, also ich und die Große, und dann können die Große und die Kleine das spielen oder ich halt mitspielen. Sind drei Bälle mit bei, zwei kleinere in Großer. Also erstmal gucken. Ich habe schon eine lange Zeit nach so einem Gartenspielzeug gesucht, was mal was anderes ist. Und mit diesen Pfeilen, mit dieser Spitze, die es jetzt nicht mehr gibt, die wir damals hatten, wollte ich meine Kinder eher eigentlich auch nicht spielen lassen, weil wir haben damals schon Blödsinn damit gemacht. Wenn Vater nicht da war, mit der Flex angespitzt und dann hoch oder gegen das Tor. Und, ihr wisst ja, wo Jungs, auf was für eine Idee Jungs so kommen können. Ja, aber die gibt es ja jetzt auch nicht mehr im Handel. So, wir haben dann halt hier praktisch ein Ball, das ist noch so ein weicher. Wir haben einen zweiten Ball und wir haben einen dritten Ball, der nicht aufgepustet ist. Aber ich habe eine Ballluftpumpe. Ich kann den aufpumpen. Von Xiaomi, den habe ich. So, dann haben wir hier ist das Netz und das mit Gummiband drumherum. Und so ein paar Standfüße sind hier drin. Das packe ich jetzt lieber nicht aus, weil das kriege ich so nicht mehr wieder eingepackt. Und hier sind dann die 5 Plasteteile, die dann im Halbkreis stehen. Ach du Scheiße, ist ja geil. Wir haben so eine Ballluftpumpe mit bei. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Also da können sich einige mal eine Scheibe von abschneiden. Und er wird wieder vorsichtig verpacken. Und dann nehme ich das so mit zu Omi. Also zu meiner Mama. Aber wir sagen halt Oma, weil ist ja Oma und die Kinder sagen Oma und ihr wisst es. Und wir haben hier so eine schöne Tasche mit bei. Ja. Dann kann Oma das schön im Schrank anhängen. Und wenn wir es brauchen, können wir es dann aus dem Schrank holen. Ganz cool gemacht. Bin mal gespannt. Ja, das soll soweit jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären schon Träumchen. Ich werde es euch unten runter verlinken. Wie gesagt, Aufbauvideo werde ich noch machen. Und ein Testvideo weg machen, wenn ich mit der Tochter spiele. Vielleicht lasse ich auch die Kinder spielen und pixel dann die Kleine halt den Kopf einfach weg. Mal gucken. So, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.